Ich war wohl so um 20 Jahre alt, doch ich werde es nie vergessen. Es war in der Hochschulmette. Mittags gab's drei Varianten an Essen. Und wenn's dann wieder mal wieder so weit war, dass ich sagte, diese Pampen hier esse ich nicht. Denn auch heute noch finde ich zerkochtes Gemüse einfach nur widerlich. Und dann gab's da diese Kommilitonen, die mit ihrem selbstgestrickten Wollpulli ankamen und immer wieder das Gleiche von sich gab. Komm, sei schön, Martin, und ist das alles auf, denn in Uganda verhungern die Kinder. Wir sollen doch alle viel dankbarer sein, weil wir das nichts in die Nacht verhungern. Heute wieder alles gefragt, was verdammt nochmal das Kind jetzt davon hat, ob ich diesen zerkochten Blattspinat esse oder nicht, ob ich ihn esse oder nicht. Ich frage mich, was sie heute wohl macht, ob sie immer noch ihr Pulli hat. Ich meine, das war echt nicht unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Und wenn Tagesschau, sie einfach so mit sie bei ihnen und sagen, dagegen muss man doch was machen. Und wenn es das ist, das von reichen Kindern erklärt, dass man aufessen muss und nirgendwo jemand stirbt, wir sollten doch alle viel dankbarer sein, weil wir das nicht sind, die vor Armut schreien. Und vielleicht zur Abwechslung mal ab und zu auf Demos gehen, Sting hören, Spiegel lesen, Creepy spenden, sich gesund ernähren, lokal handeln, global denken und sich selbstgemachte Sachen zum Geburtstag schenken. Ökologie und Umwelt studieren und sich dann auf Fachrichtung T spezialisieren. Ökologie und Umwelt studieren und sich dann auf Umweltmanagement spezialisieren. Ökologie und Umwelt studieren und sich dann auf Naturschutz und Landschaftsplanung spezialisieren. Und unser Gewissen wird uns dann durchschlafen lassen. Lieber 10-mal Verständnis als 2-mal richtig zu hassen. Und ökonomische Werte lernen, werden irgendwo Menschen vor Knappheit sterben. Und ökologische Werte lernen, werden irgendwo Nischen aussterben. Und Formeln und Fakten auswendig lernen, werden irgendwo Menschen wegrationalisiert werden.